Schönen guten Nachmittag. Danke für die Einladung. Danke der Ortsgruppe Meran für Ihren Einsatz in den letzten Wochen. Die Freiheitliche Ortsgruppe hat sich ja in den letzten Monaten auch neu formiert in Meran. Und ich gratuliere den beiden Obleuten, Josef Brucker und Otto Sepp Wallner, zu ihrer Arbeit. Und es freut mich eben, dass in der Stadt Meran, die jetzt ja, und wenn man den Medien wenn wir die Medienberichte verfolgen der letzten Tage und Wochen, dann spitzt sich ja oder kann man bestimmte Sachen ja voraussehen. Und es scheint ja bereits jetzt, dass die drei großen Player in der Stadt Meran bereits klar sind. Das sind, ist zum einen der Bürgermeister Rösch mit seiner grün-linken Gefolgschaft, die sich jetzt auch formiert hat, wo natürlich auch mehrere Parteien aus dem linken Spektrum hier die Anhängerschaft angekündigt haben. Dann haben wir einen altbekannten Player, bestehend aus, oder so, das sind die üblichen, sage ich mal, Politstrategen der Stadt Meran rund um die Volkspartei, die einen unabhängigen Kandidaten aufstellen. Und dann haben wir als drittes einen bunten Strauß italienischer Parteien, die kandidieren. Und es ist erfreulich, dass eben mit der freiheitlichen Positionierung und mit den freiheitlichen Kandidaten und mit dem Bürgermeisterkandidaten Peter Enz, den ich heute hier präsentieren darf, ein Angebot geschaffen wird, das eben nicht diesen üblichen Lagern entspricht und sozusagen auch die Unabhängigkeit und das Freie hineinbringt in einen Wahlkampf, der eben bereits jetzt schon in diesen zwei Lagern zwischen, ich sage es jetzt einmal, der grün-linken Positionierung des Bürgermeisters und dem relativ altbekannten und üblichen, auch von Machtinteressen und wirtschaftlichen Interessen geprägten System auch in Meran hier die Alternative stattfindet. Unter dem Motto gerecht, vernünftig, unabhängig, die wird die Ortsgruppe Meran, wird die Freiheitliche Liste hier kandidieren. Und ich glaube, dass genau in diesen Begriffen Gerechtigkeit, wo wir einfach sagen, es muss für jeden Bürger in Meran dasselbe Recht gelten, unabhängig davon, ob er einen besseren oder schlechteren Kontakt zu den Gemeinden, zur Gemeindespitze hat, wo es vor allem auch darum geht. Und ich glaube, Peter Enz steht vor allem auch für das, fürs Arbeitnehmertum, für die Arbeitnehmer, für die Familien, die wirklich in Meran auch wieder einen leistbaren Wohnraum brauchen. Da gibt es verschiedene Ideen, die die Ortsgruppe auch schon ausgearbeitet hat. Vernünftig, vernünftig deshalb, weil man für uns auch ganz klar ist, Umweltschutz, Naturschutz, aber auch Ensembleschutz, gerade in so einer faszinierenden Stadt wie Meran, das ist für uns ein Kernthema, aber es muss vernünftig angegangen werden. Das heißt, es darf nicht im Widerspruch sein und im Widerspruch stehen zum Alltag und zum Leben der einzelnen Personen. Das heißt, dass man nicht ungerechte Regelungen findet, die einzelne, die Arbeit der Bevölkerung und den einzelnen Bürger Schaden nimmt, sondern dass man sie mitnimmt und gemeinsam mit der Bevölkerung hier auch nach Lösungen sucht. Unabhängig schon nur deshalb, weil wenn man sich für eine Oppositionspartei, und im Iran haben die Freiheitlichen noch nie regiert, das heißt, dass es ganz klar als Oppositionspartei natürlich ist, in der man antreten, da hat man schon eine bestimmte Unabhängigkeit von sich aus, denn es ist immer leichter, beim großen Haufen mitzumachen, wo man sie, oder auch unter einem Deckmantel, wo man sich nicht positionieren muss, als freie Liste oder was auch immer, sondern indem man ganz klar auch Position bezieht und klare Vorstellungen von der Politik vor Ort hat. Ob es eben der leistbare Wohnraum ist, ob es die Familienfreundlichkeit ist, ob es die Sicherheit in der Stadt ist und ob es ein Tourismus ist, der zugleich für die Gäste natürlich attraktiv ist, und wir wissen ganz genau, ohne eine funktionierende Wirtschaft können wir auch das Soziale nicht abdenken, aber der Tourismus muss eben so gut wie möglich im Einklang auch mit den Anrainern, mit den Bewohnern der Stadt ablaufen. Und ein wichtiger Aspekt, und das ist jetzt unabhängig, wer morgen in Meran effektiv dann die Stadtregierung stellen wird, es geht vor allem um Transparenz, um Mitbestimmung und auch um eine Kontrollfunktion, die man in der Stadt übernehmen will. Und
die Ortsgruppe Meran, der Bürgermeisterkandidat Peter Enz, zusammen mit seinen Kandidaten. Einige werden ja erst später vorgestellt, da werden wir dann den Einzelnen auch dementsprechend dann auch die Bühne geben, werden sich mit aller Kraft für diese Ziele einsetzen und wir als Landespartei, ich als Parteiobmann, werde euch tatkräftig dabei unterstützen. Meran liegt mir besonders am Herzen, es ist ja schließlich auch meine Geburtsstadt und da fühlt man sich immer besonders verbunden. Und ich möchte nun dir, lieber Peter, das Wort erteilen und auch ein bisschen zu deiner Person und zu deinen persönlichen Vorstellungen der Kandidatur deine Auskünfte eben erfahren. Danke. Dankeschön. Ja, guten Nachmittag. Es freut mich, dass ihr gekommen seid. Ich begrüße die Dolomiten und ich weiß nicht vorher. Drei. Warum kandidiert ein Peter Enz bei den Freiheitlichen? Ich habe mir vorweg einfach versucht, etwas vorzugreifen, damit ich nicht immer gleich mit denselben Fragen konfrontiert werde. Das F der Freiheitlichen steht für Meran und ein freier Meraner Bürger steht für eine tolerante Weltoffenheit und eine respektvolle Gastfreundschaft, für den Abbau von nationalistischem Gedankengut, für eine unabhängige pluralistische Meinungsbildung, für mehr Sicherheit und weniger Schikane für den Bürger, für mehr Verantwortung und weniger Bevormundung, für echte Mitsprache und keine Pseudodemokratie, für Eigeninitiative und nicht für Gleichschaltung. Wenn ich das jetzt vorwegnehme, dann ist es für mich einfach eine schöne Sache, dass ich gemeinsam mit der Kollegin Brucker und dem Kollegen Wallner, wir sind momentan die stärkste deutschsprachige Opposition im Gemeinderat, als drei Gemeinderäte, die drinnen sind, für Meran etwas anbieten können, für Menschen, die sich sowohl bei dem derzeitigen Bürgermeister und auch nicht bei der SVP beheimatet fühlen und eine klare Möglichkeit haben, uns ihre Stimme zu geben. Und ich bin zwar der Jüngste von den drei deutschsprachigen Kandidaten, habe aber mit 25 Jahren Gemeinderatserfahrung, glaube ich, ein ganz großes Gewicht, was die politische Erfahrung anbelangt. Wenn kürzlich in der Zeitung gestanden ist, wer wie oft beim Gemeinderat war, dann klingt das mit Anwesenheit ganz schön, aber es wird nie gemessen an den Wortmeldungen, die ein Gemeinderat während der Sitzungen hat, was das mit Vorbereitung und alles zu tun hat. Und dementsprechend glaube ich sagen zu können, dass wenn man die Wortmeldungen der Gemeinderäte einmal zählen würde, sich manche andere Gemeinderäte bei ihren Wählern entschuldigen müssten. Oppositionsarbeit heißt immer wieder, Sachthemen zu bringen, nicht am Informationsfluss dran zu sein, sich informieren und die Sachen dann auch laut vorbringen. Und dementsprechend, ich liebe meine Heimatstadt, habe ich auch den Gedanken aufgegriffen, weniger ist mehr, weniger Verkehr ist mehr Lebensqualität, weniger Steuern und Tarife, es bleibt dann mehr für die Familie, weniger leere Wohnungen, mehr Grünschutz. Das hängt zusammen, wir haben über 1000 leerstehende Wohnungen in Meran, die entsprechend zu füllen sind und da hätten wir Vorschläge, da haben wir Gedanken. Weniger Bevormundung und mehr Selbstbestimmung. Ich möchte hier auf etwas hingreifen, kürzlich hat Bürgermeister Rösch gesagt, er möchte einen Schalter für Menschen, die bauen wollen. Ich möchte einen Bürgerschalter für die Nachbarn, damit sie sich nicht an einen Rechtsanwalt wenden müssen, wenn sie neben ihnen gebaut wird, sondern damit sie Hilfe bekommen von der eigenen Gemeinde, weil denen hilft meistens niemand. Und wenn ich nicht einen Anwalt nehme und den Bau einstelle, komme ich nicht mal zu meinem Recht. Ich brauche heute für den einfachen Bürger einfach von der Stadt die Sicherheit, dass ich ordentlich informiert werde, rechtlich aufgeklärt werde und dementsprechend auch mich dann verhalten kann. Genauso, und ich möchte dies einfach der alten Regierung vorwerfen, es war ein Kampf, die letzten Jahrzehnte einen Gestaltungsbeirat
zu bekommen. Wir haben den Gestaltungsbeirat in die Bauordnung aufgenommen und wir haben es jetzt gesehen, bei dem Projekt Kurhausneubau, nicht mal hier wurde er zu Rate gezogen, geschweige denn bei den Bauten, die in den letzten 4, 5 Jahren unter Paul Rösch gebaut wurden, wurde dieser nie eingerufen. Stadtwerke. Der Verkauf der Stadtwerke war falsch. Und ich glaube, hier hätte man können Eigentum der öffentlichen Hand bewahren und dementsprechend die Wertsteigerung nutzen. Das Haus hätte man vermieten können. Müllbrennung muss verstärkt gemacht werden. Hier ein kleines Beispiel. Die Gemeinde hat jetzt über, weiß ich wie viel, 1500 Glasflaschen verteilt. Solange Schulen die Müllentsorgung für Plastik selber zahlen müssen, werden sie es nicht tun. Ich glaube, hier wäre ein kleiner Beitrag, die Gemeinde übernimmt die Entsorgung der Plastikflaschen und sie bekommt sauberes, gepflegtes Plastik. Was ich gerade hervorheben möchte, wir haben in Meran, schon seit langem reden wir über die alte Schule in Gratsch, was wir damit tun könnten. Hier schlagen wir ganz konkret geförderte Kleinwohnungen für Ärzte und Pflegepersonal vor. Wir haben einen Ärzte- und Pflegenotstand. Hier wäre es möglich, Menschen nach Meran zu bekommen, sie dort unterzubringen, zeitweise, bis sie eine notwendige Wohnung dann finden, damit es attraktiv wird, in Krankenhaus, in Pflegestationen zu arbeiten. Das wäre eine absolut soziale Einrichtung, wäre krankenhausnah und gleichzeitig könnte man ein Ambulatorium dort einstellen. Zarnbrunn, auch ein aktuelles Thema. Die Gemeinde hat gesagt, ja, wir könnten Unterkunft für Flüchtlinge machen. Ich schlage vor, wir haben in Meran über 500 Frauen, hauptsächlich aus dem Osten Europas, die nicht mehr wegzudenken sind als sogenannte Pflegehelfer in Heimsituationen bzw. zu Hause bei den zu Pflegenden. Und auch die bräuchten eine Stätte, Unterkünfte. Wenn der zu Pflegende stirbt, dann stehen sie auf der Straße. Hier wäre es notwendig, diese Leute unterzubringen, gerade weil sie aus der Zone kommen, wo auch die orthodoxe Kirche beheimatet ist, wäre das eine absolut tolle soziale Einrichtung, die wir dort machen können. Und vielleicht könnte man das auch wie eine Sozialgenossenschaft führen. Das sind ganz klare Sachen. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, ist die Aufwertung des Gemeinderates. Wir sind für Bürgerbeteiligung, aber es kann nicht sein, dass Bürgerbeteiligung so gemacht wird, ja, man befragt halt mal die Bürger und die Gemeinderäte werden dabei vergessen, werden nicht informiert, im letzten Moment informiert. Es ist für alle Parteien schwierig, Leute zu finden, die freiwillig diese Arbeit tun. Ich kann aus 25 Jahren Erfahrung sprechen. Man hat sukzessive den Wert der Gemeinderäte und deren Aufgaben ständig beschnitten und hier muss angesetzt werden, Gemeinderat muss wieder was Aufregendes, etwas sein, wo Menschen ihre Ideen kundtun können, wo sie gehört werden und wo sie das Sprachrohr ihrer Wähler sein können. Das wäre meine Vorstellung für Meran und das ausgefeilte Programm wird dann demnächst folgen, was wir gemeinsam mit allen Kandidatinnen und Kandidaten erarbeiten werden. Und ich möchte zum Schluss all jene Menschen ansprechen, die nicht nur kritisieren können, sondern auch etwas tun wollen. Kritisieren ist leicht, etwas zu tun ist die zweite Ebene. Und wir fordern Sie auf, sich uns anzuschließen und auf unserer Liste zu kandidieren. Wir fordern Meranerinnen und Meraner aller Sprachgruppen auf, sich uns anzuschließen. Dankeschön und wir stehen für weitere Fragen offen. Danke, Peter. Ich kann nur bekräftigen, deine Passagen, vor allem auch was den Pflegenotstand anbelangt. Und ich glaube, dass wir bereits jetzt, wir wissen es von vielen Meraner Bürgerinnen und Bürgern, die für ihre Eltern, für ihre Großeltern sorgen, beziehungsweise auch schauen müssen, wie sie ihren Alltag regeln können.
Und hier haben wir eine soziale Herausforderung, die in Zukunft noch viel, viel größer und stärker auf uns zukommen wird. Und hier werden wir natürlich auch auf Landesebene alles versuchen, euch dabei zu unterstützen und hier auch für Südtirol Möglichkeiten zu finden. Und ich denke, dass jede größere Gemeinde und eben gerade eine Stadt wie Meran hier innovative Ideen braucht, die sie anbietet, um diese Entwicklung auch zu unterstützen und die Bevölkerung auch dadurch zu entlasten. Ich denke, wir schließen offiziell ab und du bist für Interviews. Ich hatte gleich uns dazu gesagt, das hat alle interessiert, weil das eine Frage ist, die ich seit 4 Jahren mit mir herumtrage. Ich habe es beim Sozialplan nicht beantwortet bekommen. Ich habe es bei anderen Plänen, die im Gemeinderat in den letzten 5 Jahren besprochen worden sind, nie beantwortet bekommen. Wir haben eine negative Geburtenrate. Wie groß soll Meran werden? Ich bin der Meinung, weniger ist mehr. Meran muss nicht wachsen. Wir haben ein zu kleines Gemeindegebiet, dass wir dauernd noch wachsen können, sondern wir müssen schauen, kompakt zu bleiben und diese Sachen, die wir anbieten müssen als Gemeinde, dass wir die ordentlich und gut für unsere Bürger anbieten können. Genauso wenig kann es sein, dass die Gemeinde Unternehmer spielt und 1,2 Millionen in ein Restaurant und Bar investiert. Das sind öffentliche Gelder und die Gemeinde ist kein Unternehmer. Das wollte ich nur hinzufügen. Dankeschön. Danke dir.